das ist aber noch nicht der Grünton. Nee, nee. Das ist die Maske. Das ist einfach die Maske, genau. Wie viele Besucher erwarten Sie so? 2000 für jedes Fest, jeweils 2000. Also Samstagabend 2000 und Sonntag auch 2000. So, jetzt mach mal Jummi hier, gib Jummi, gib Gummi. Ich bin hier drei Leute mit einer Mikrofon. Gummi Operator. Wie beim Fernsehen. Phantomspeisung. Also der Wind ist deutlich zu hören. Wir machen heute Wind mit Orchesterbegleitung. Haben wir keine Hüte? Wir haben irgendwo auch Hüte für die Dinger, aber. Also da kommt nicht mehr Wind raus als bei den anderen jetzt auch, denke ich. Im Verhältnis zum Nutzpegel. Das gibt's ja heute. Aber ich nehme mal an, dass es nicht weniger wird. Oder Wind. Hätten wir heute Mittag spielen können, Marvin. Was ist jetzt das Problem? Der Wind. Aha, und was macht der? Der stört die Signale der Mikrofone. Also im Moment haben wir sehr viel Wind und im Verhältnis dazu recht wenig Signal. Das ist das Problem. Mix und dann fertig, genau. Dann hast du es nämlich sinnvoll. Du kannst nämlich hier einmal über Kreuz. So. Du verlängerst hier, warte mal, welcher Baum ist der nächste? Der hier? Der dritte. Du stehst davor. Der da. Hier ist eben die Kerzenallee. Wo wollt ihr da Kerzen hinstellen? Die werden hier immer in die Gänge gestellt, jeweils zwei Stück. Und um einen in diesen hinteren Bereich, in den Märchenwald reinzuziehen. Und als Kontrast zu den Strahlern, die wir dann an der Allee setzen. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, hier so ein Lichtkonzept aufzubauen? Die Idee war halt grundsätzlich, bis in die Nacht hinaus die Musik zu haben. Ach, guck mal, hier haben sie schon hingestellt. Bis in die Nacht hinaus Musik zu haben. Und da es hier halt stockfinster ist, weil hier ist überhaupt kein Licht, braucht man in irgendeiner Weise Licht. Wir haben eine Animation vorbereitet, die hier auf der Decke gezeigt werden soll. Und zwar in einem riesigen Kreis. Mhm. Und wir sind jetzt noch so ein bisschen unschlüssig, wie wir den Beamer platzieren. Wir wollen in der Mitte platzieren, damit er schön ausleuchten kann. Aber ob das alles so schön funktioniert, das müssen wir halt jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, wer dafür eine Idee hat. Ich habe für deinen Zickzackkurs habe ich eine lustige kleine Idee gehabt. Sag. Und zwar habe ich so LED-Paars dabei. Wie sehen die aus? Ja, genau wie ganz normale Paarlampen. Wo haben wir sie denn? Ja, da kannst du also erstmal Festfarben einstellen und dann. Sehr fertig. Wie, auf was reagiert der? Auf Klatschen, auf Bewegung? Ja, bitte da. Da haben die Kinder auch was zu lachen. Das ist die Gartenform von der großblütigen Magnolie oder wie sie auch genannt wird, immergrün. Man sieht es, sie hat ledrige Blätter, sie ist immergrün. Wird jetzt nochmal alles hübsch gemacht? Naja, nicht alles, aber was man schafft, man will halt, der Anspruch ist möglichst viel beschildert zu haben, damit es
gut die Leute wissen, was es für Pflanzen sind, aber wir kommen nie hinterher, weil ständig neue Pflanzen und ständig gehen die Schilder kaputt oder die Namen ändern sich oder die Familie ändert sich. Ja, hier vor die Pflanze, hier gucke ich allerdings vorher nochmal, weil hier, und hier hätte ich es genau durch einen Bewässerungsschlauch gesteckt. Wow. Darunter liegt noch einer, das ist eine Pflanze, die besonders viel Wasser braucht. Hier liegen Tröpfchenbewässerungsschläuche in diesem Mulch und da muss man also vorher mal gucken und das war auch gerade richtig und gut so. Kann ich das hier reinstecken, ob die dazu. Also wer mit seinen Pflanzen spricht, dann wachsen die besser. Mögen die denn auch Musik? Und wenn ja, was mögen sie denn lieber? Klassisch oder Jazz? Gute Frage. Ich will mich da vorsichtig zurückhalten, ob die das mögen. Aber ich halte es durchaus nicht für ganz ausgeschlossen, dass den Pflanzen das auch gefällt, sofern man das überhaupt so sagen kann. Und wenn, dann glaube ich eher klassische Musik. Wir haben ja noch ein bisschen Reserve durch einige Instrumente, aber es klang eben, würde ich mal sagen, sehr angenehm. Und was ist denn das diesmal? Das ist was wir noch lösen müssen. Das ist irgendwer einer der Kollegen auf unseren Hauptstecker gekommen und der hat im Moment da ein bisschen Probleme. Was wir nicht lassen können, das ist dieses tieffrequente. Ja gut, dann schieben wir das weg, aber dann wird es halt dünner. Und durch irgendwelche Aufstecker auf die Mikros kriegen wir das nicht in den Griff? Haben wir alle schon. Was es da gibt, wir haben halt hier leider eine Open-Air-Situation mit Wind. Kann man das doch nicht spielen, ne? Wenn die ganze Zeit dieses, das geht ja eigentlich nicht so. Ne? Das geht gerade, ziehen wir ein bisschen raus noch. Das geht so nicht. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie das sehr schön und wichtig finden, aber wir haben die ganze Zeit dieses tieffrequente, arrhythmische, tiefe Gebrummel drauf. Nicht nur Gebrummel, sondern diese Schläge die ganze Zeit. Nicht so stark. Nein, es ist draußen genauso stark und es ist einfach völlig, es hat mit Rhythmus nichts zu tun. Das sind Windgeräusche, die Mikros nicht im Griff. Und wenn sie wieder so gut sind und die Stecker da hinten von dieser Box nicht berühren mögen. Von welcher Box? Daneben auf der Bühne liegt ein. Auf vielfältige Weise wird das Thema Sommernachtsträume umgesetzt werden. Zuerst aber, meine Damen und Herren, möchte ich einige der Anwesenden persönlich begrüßen. Und zwar zuerst den Leiter des Botanischen Gartens, Herr Kollegen Joachim Kaderei, der sich da versteckt hält. Da. Und dann? Genau. Vielen Dank. Und die ganze Arbeit, wie ist es und jetzt? Und dann den Rektor super. Unserer ja. Hochschule. Sind Sie zufrieden? Musik, total. Herrn Kollegen. Stocke blinket jetzt die helle Traube in vollem Safte und ruft dem Wind so freundlich zu, dass er zu lesen sie nicht feile. Vom Pferdenhof und fast zum Hügel hingebracht und aus den Hütten strömet zum frohen Tage Werk. Klasse, alles Licht, langsam kommt es alles richtig hervor. Super, richtig gut. Viele Besucher, toll. Habt ihr auch eine gute Resonanz bekommen?
oder? Es gibt gemischte Sachen. Also wir haben polarisierende Sachen gezeigt. Einiges wird so richtig zerrissen und wir wurden schon mehrfach gebeten, die eine Installation doch vielleicht besser abzustellen. Echt? Aber es bleibt. Und du bist auch zufrieden? Ja, ich bin positiv überrascht. Doch, ich denke, wir haben das erreicht, was wir wollten. Und ich denke, das wird sich jetzt langsam noch weiter rausschälen, dass wir dann eben entsprechend die grünen Töne noch intensiviert haben, die wir da hinten dann sehen werden. Ja. Also würde das sagen, hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Macht das nochmal? Natürlich, klar. Jederzeit.